meine Lieben, es geht für mich heute nach Österreich, nämlich zusammen mit Red Bull Austria. Und das wird sehr nice. Ich werde jetzt schnell einen Uber nehmen, zum Büro fahren und da werde ich dann die anderen Kollegen treffen. Wir gehen Snowboard fahren und Skifahren nämlich. Und das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ganz gespannt. Also kommt mit. Ach, kommt mit. Wir gucken uns an. So, Freunde, hier ist richtig Klassenfahrt-Vibes. Ich packe mir jetzt hier alles rein. Dann geht's ab mit der Luzi, wa? Was? Different type of people einfach. Ah! Das ist, ich habe so lange keinen Schnee mehr gesehen. Okay. Ey Freunde, wir sind gerade im Hotelzimmer angekommen und das ist meine wunderbare Zimmerpartnerin. Ja, und Leute, wieder der absolute geile Klassiker an der Stelle. Es wird schön. Ja, ich freue mich mit dir auch nochmal so eine nähere Ebene einfach erleben zu können. Wir hatten ja schon mal in LA das Vergnügen. Genau. Da hatten genau. Wir aber noch ein Bad, was man tun genau, und ich finde, jetzt können wir auch einen Schritt weitergehen in unserer Relation, in unserer Beziehung. So, das finde ich halt echt schön für den Next Challenge. Was? Selbst wenn ich, also mit einem Partner. Es ist trotzdem auch irgendwie nicht so geil, oder? Nee, es ist auch nicht schön. Es ist ja nicht mal so ein schönes offenes Bad. Also ja, auch die Luftfeuchtigkeit, dann liegst du hier und bist dann da klitsche nass. Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist schon hart. Ja, das ist ehrlich schon hart, ne? Digga, Nova vloggt da einfach, was sind wir für eine Scheißbahn? Oh Mann, ey. Jo, Leute, was geht ab? Was geht, Leute? Oh, guck mal, wir fahren erstmal ein Superlecker-Salat jetzt hier. Hört sich auch schon an wie Mutter. Oh, Superlecker. Ich hab vorhin. Ja, wunderbar. Hier hat's schon gemundet, da mundet's noch. Egal, was hier mundet's auch. Mhm. Und da hinten mundet's auch. Wollen wir mal ganz kurz gute Laune faken, dass Leute denken, dass wir Spaß haben hier? Okay. Kannst du so runterziehen oder so? 3, 2. Oh mein Gott, wir sind im Vlog. Lecker. Du filmst nicht. Oh, was? Du hast gefilmt. Nein, Digga, du hast dich auf Film gedrückt, Alter. Das war die Acting-Session unseres Lebens. Los. Können wir das nochmal machen, einmal bitte? Ich kann dich nochmal durchgehen. Ich werde das mal wirklich anstrengend. Es tut mir leid. Ja, mach, komm. Okay. Hey, Leute. Boah, ne. Runterzählen. Zähl runter. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott, ey. Das ist lecker, Leute. Hey, hallo. Was ist jetzt genau nach oben da? Abonnieren. Subscribe, genau. Subscribe. Das Geile ist, Mike ist einfach halb UK, Digga. Ja und? Subscribe. So, Friends, wir sind jetzt finally im Hotel. Also der erste Tag war eigentlich nur eine Anreise. Wir waren jetzt noch kurz was fooden und wollten eigentlich im Hotel was essen, aber die hatten nichts mehr, weswegen wir jetzt zu einem Restaurant gefahren sind und die waren übel süß, richtig freundlich, es war auch sehr lecker. Und ja, wir werden jetzt pennen gehen und dann geht's morgen auch schon los um 8 Uhr, ist on 5 beim Frühstück, ne? Und das wird auch super geil und ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich war noch nie Snowboard fahren und ich bin ganz dankbar an Red Bull Austria, Shoutouts, dass ich das mal ausprobieren darf. Schauen wir, wie es wird, ne? Day 2. Good morning, Friends! Es ist 8 Uhr irgendwas, 8.10 Uhr, glaube ich. Ich habe mich jetzt hier mein Gehirn ist aufgeschmissen. Da fehlt jetzt nur noch so eine Jacke und dann sind wir bereit. Liv, absoluter Profi, die eigenen Sachen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen uns auf die Piste, ne? Bin so gespannt. Mal gucken, wie es hört, ne? Ey, rein, wuhu. Zeig ich mal kurz die Aussicht. Mega! Hier auch nochmal richtig. Boah, da ist jetzt meine Fellfinger, aber da. So schön. Hey Friends, wir haben jetzt unsere erste Stunde. Hier ist Tim. Und wie ist es? Super anstrengend, ja. Aber es macht richtig viel Spaß und da fahren wir gleich hoch. Ich hab mega Bock. Ob es bei euch gerade auch so geil ist, I doubt it. Wuhu. Hier ist gerade Rücken. Ja, vorne Rücken. Yes, sehr gut. Hello Friends, also jetzt kurz das erste Fazit, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Mir ist nämlich bei meiner Stürze hier zum Beispiel mein Handy aus meinem
Anzug rausgescheppert und es ist wirklich wie im schlechten Film auch so ein kleines Kind, was jetzt schon 8 Millionen Mal besser ist, als ich es je sein werde, mit seinen Skiern da genau von meiner Nase drüber gefahren. Ey, deswegen hoffe ich einfach, dass ihr mich trotzdem verstehen könnt und dass die Mikrofone noch funktionieren. Es hat übel Spaß gemacht. Wir hatten unseren Snowboard-Lehrer Joseph und es hat wirklich, es war richtig geil. Ich bin ganz dankbar, dass ich das machen darf. Es gibt nochmal dickes Dankeschön an Red Bull Austria, dass ich mich hier ausbilden darf. Und ja, es macht wirklich viel Spaß. Ich habe irgendwie die Skilehrerjacke gekriegt. Und deswegen denken alle anderen Skilehrer und Snowboardlehrer, dass ich auch Ski- und Snowboardlehrerin bin. Und ich maul mich halt die ganze Zeit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Erfolgreich! Jawohl, ja! Ich fasse mich immer die ganze Zeit ab, aber Leute, erstes Mal, was sagt ihr? Ist das eine Profikarriere, die ich anstreben kann? Ich glaube schon. Danke, Tim. Kannst du ausmachen. Hey Freunde, wir sind hier in der Gondel. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einer Gondel und es sieht total cool aus. Gondel. Oh, richtig cool. Ey Leute, und wir sind ja 4 Leute mit einem Snowboard. Und da draußen kann man ja so welche reinmachen da. Zwei, weil wir 4 haben, muss man jetzt mit reinnehmen. Und dann braucht man anscheinend sowas hier. Und die dann wirft dieser Typ einfach dieses gelbe Ding mir einfach in die Fresse. Aber richtig mit Karacho. Mit Hass. Einfach reingeschmissen. Ich hab einfach richtig die Bitch slap von der Scheiße da. Wow. Wir haben jetzt Tag 1 hinter uns gebracht. Squad ist in der Ende. Der Block wieder. Ja, oh, ey. Wie war dein erster Skitag, Noah? Ey, der war so cool. Ich bin Snowboard gefahren, nicht Ski. Sorry. Ski gefahren. Gescheit. Gescheidet. Es war sehr. Ah, scheide. Ey, das ist ein gutes Block wieder auf Gas. Ey, Mann. Ich würde den Cut machen. Ja, es war sehr cool, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich ein paar Mal übel abgefatzt, aber das gehört dazu. Und das werde ich jetzt weiter lernen. Und wir gehen jetzt ganz kurz uns ein bisschen Medizin kaufen, weil ein paar von uns ein bisschen am Abcrackeln sind. Und wir morgen aber trotzdem noch Full Power haben. Ja, und ich bin im Moment, also ich werde den ganzen Tag im Babypark. Morgen werde ich auch im Babypark bleiben. Und ich denke, ich werde auch vielleicht am dritten Tag auf das Blaue. Ich glaube es nicht. Aber ich kann das schon runterfahren. Ich kann mich so ein bisschen, ich kann ein bisschen lenken. Und Kevin kann das Maul halten. Hey, wow. Wow. 2 hours later. Hallo Freunde. Ich habe so einen kleinen Fieberanfall, glaube ich, gerade bekommen. Heute den ganzen Tag sind wir Ski gefahren, beziehungsweise Snowboard gefahren, was unglaublich viel Spaß bereitet hat, habe ich auch schon öfter erzählt. Also auch unser Skilehrer, übelster Gott, der Josef, richtiger Geiger-Chat. Die anderen waren jetzt nochmal, man kann immer dienstags und freitags hier Nachtrodeln machen, also so ein Rodeln fahren halt, abends von 18 bis 22 Uhr. Und ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich halt auf jeden Fall die Zeit, also ich will mich halt ausruhen, damit ich morgen auf jeden Fall bei der Stunde teilnehmen kann und halt auch beim Snowboard-Training, beim Snowboard-Lernen halt dabei sein kann. Muss halt manchmal so ein bisschen seine Kräfte sparen, auch wenn ich halt so gerne beim Rodeln mitgekommen wäre. Ich hätte so Bock darauf gehabt. Aber was soll's, ich werde morgen wieder berichten. Dann kommt nämlich Tag 2. Das war jetzt Tag 1, Leute. Dehnerübergang. Ciao. Perfekt. Day 3. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja. Der Babypark wird heute wieder terrorisiert. Uns hat es alle irgendwie so ein bisschen zerfetzt. Also, Liv, rede mal, versuch mal kurz zu reden. Hey Leute, was geht? Willkommen zu Novas Vlog, yo. Es ist schlimm um mich gegeben. Ich glaube, ich pack's heute nicht mehr. Ich werde einfach unterstützen, bist. Bitte nee. So Freunde, hier ist die übergebliebene Meute. Wir haben hier einen Tim, einen Kevin, einen Mikey. No filming. No filming. Okay, was machst du denn da? Ich streame. Ist es schon an? Nein. Achso. Wie geht's dir, Kevin? Gut. Okay,
Geil. Wenn nicht so aussehen. Ich muss mir nach dem Mike-Pen, Digga. Okay, das erklärt einiges. Aber besser als neben Dominik, sag ich ehrlich. Okay. Hast du irgendwie so Schmerzen am Hintern oder sowas? Oder? Ja, gay Jokes! Aber mein Schwul ist! Okay. Hey! Ich traue mich zu drehen um mich. Hallo Freunde, ganz kurz zusammengefasst. Ich bin jetzt im Bett. Mal das eine oder andere Kaltgetränk sich einverleibt. Vielleicht. Das würden jetzt böse Stimmen betauchen an der Stelle. Diese ganze Veranstaltung fühlt sich halt einfach an. Auf eine gute Art und Weise wie eine Klassenfahrt. Das Geilste ist, Freunde, wir dürfen morgen bis um 10 Uhr schlafen. Oh, jetzt zeig mir meinen blauen Fleck. Seid ihr bereit? Ich glaube, das sieht man actually. Auf der anderen Seite ist es actually nicht so schlimm. Ey, perfekt. Aufstehen! Freunde, ahnt mal, wie schön das hier ist. Es kommt halt überhaupt nicht so rüber, wie das aussieht. Aber das ist so schön. Dass es einfach Menschen gibt, die einfach aufstehen morgens und sowas sehen dürfen. Das ist so krass. Ich habe in meinem Leben so selten Berge gesehen und das ist so schön. Das ist so bezaubernd.